Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge, und zwar zu TSW 3, Trains in World 3. 6. September erscheint das Ganze auch für den PC, für die Konsolen. Links wie immer in der Videobeschreibung und ist natürlich auch im Xbox Game Pass mit dabei, die One Edition auf jeden Fall. Das heißt, ab dem ersten Tag, ab dem Release-Tag, ist es da mit der Standardversion auch auf jeden Fall mit am Start soweit. So, ich würde sagen, wir starten mal los hier. Und werden uns mal in den Zug begeben und werden hier eine Strecke auswählen. Eisenbahnreisen können wir auswählen. Wir haben ja verschiedene Strecken, die wir hier auswählen können auf jeden Fall. Einmal die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg, Cajon-Pass und Southern East High-Speed Way. Ich würde sagen, wir nehmen die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg und wird auch Kasseler König genannt. Ne, wir können die verschiedenen Reisen da auf jeden Fall auch auswählen. Haben verschiedene Kapitel, die wir nehmen können, ne, die wir auswählen können. Wir haben magische Zahlen, Geschwindigkeitsregler, Gut und Güter, die wir auswählen können. Das wäre einmal das Eisenbahnreisen. Dann haben wir einmal hier die Streckenauswahl, die wir auch nehmen können. Wir nehmen einfach ein Szenario. Und ich würde sagen, wir nehmen hier auf Überholspur nach Fulda. Ne? Das beginnen wir mal soweit und werden das Ganze dann hier soweit starten, sodass wir da auch direkt loslegen können. Das heißt, wir sind mit den BR403 unterwegs auf der Überholspur nach Fulda und werden gleich unseren Zug quasi dann auch entgegennehmen. It's raining cats and dogs, glaube ich, oder? Haben wir dynamisches Wetter? Jo. Ne, ihr seht hier nochmal die Wolken, ne? Hier haben wir auch die Leute, auch eines der neuen Features, bedeutet, dass wir hier die Leute auch mit unterschiedlichen Klamotten haben, ne? Das heißt, die haben Schirme in der Hand, Jacken, je nachdem, wie das Ganze dann auch ist, das Wetter. Kassel-Wilhelmshöhe, da starten wir und da werden wir gleich den Zug soweit übernehmen, der kommt hier auf Gleis 2 ein, da sehen wir es auch, ne, Richtung Fulda. Ist die Anzeige. Da vorne fährt er schon ein. Da kommen jetzt auch schon die Gäste. Man kann sich hier natürlich auch wieder frei bewegen. Ne? Das heißt, ihr könnt ja auch die Gleise wechseln, könnt rauf, runter gehen. Grafiktechnisch ist es auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Schippe. Hat man dort nochmal mit draufgelegt. Wir warten jetzt mal hier, dass der Zug dann da auch einfährt. So, da kommt er. Ne? Der IC 3. So, der dann auch gleich Halt machen wird. Ich hoffe hier vorne. Ich guck mal. Man hat natürlich auch authentische Töne mit dabei. So, da bremst er. Mahlzeit, Grüße. Und der Kollege wird jetzt gleich verschwinden. Guck mal, man sieht ja auch richtig einmal hier die Wagenbezeichnung. Da haben wir es hier. BR403. Ne, hier haben wir den Wagen 51, erste Klasse. Jetzt gehen die Türen alle auf. Der Kollege, ja, der ist jetzt, glaube ich, am Aussteigen, ne? So, die Fahrgäste steigen natürlich auch aus. Man hat hier natürlich auch dynamische Nummern. Man sieht jetzt hier, dass es geregnet hat. Ist natürlich noch eine Vorabversion. Das heißt, das ist noch nicht die finale Version, die ich hier erhalten hatte. Zum Testen vielen Dank auch nochmal dafür. Und würde ich sagen, gehen wir mal hier durch die erste Klasse durch. Da sitzen auch die ganzen Fahrgäste. Ne? Wir können es auch hier hinsetzen. Mahlzeit, grüße Sie. Ja, wäre auch möglich. Natürlich auch hier die Anzeige. Hier würde ich mir noch wünschen, dass da noch vielleicht ein bisschen mehr Information steht. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal. Ne? Aber es steht zumindest schon mal die Wagennummer mit dran. Ne? Die auch außen natürlich auch korrekt ist. WC kann man natürlich nicht. Ist wie immer besetzt. Ne? Wer kennt es nicht? So, wir gehen mal durch und werden jetzt den Zug hier übernehmen. Gehen mal rüber zum Führerstand und werden das Ganze jetzt hier mal freischalten. So, komm, mach die Tür mal zu. So, wir nehmen mal Platz und werden jetzt hier den Richtungswender auf Vorwärts schalten. Sehr gut. Die Türfreigabe. Ja, ist klar. Das ist der LCB, den wir natürlich aktiv haben. Den können wir auch, wenn wir das nicht haben wollen, hier deaktivieren. Und wir schließen jetzt erstmal die ganzen Türen. Beide Seiten schließen. So, Schließvorgang eingeleitet. Das heißt, wir können jetzt hier sehen, dass die Türen schließen. Wir sind ready to go. So, wir werden jetzt einmal hier PCB freidrücken. Also sprich, auf der Tastatur wäre es, glaube ich, die Ende-Taste. Zugbeeinflussung. So, wir müssen natürlich das Ganze hier wieder einstellen. Ich
Ich würde sagen, wir machen mal das Maximum. Stellen wir hier ein. Warte mal, wir müssen erstmal kurz hier ein paar Sachen einstimmen, bevor es überhaupt losgeht hier. Wir wollen einmal hier die Sollfreigabe einstellen. AFB ist aktiviert. Wichtig. Ja, AFB. So, man hat ja auch noch verschiedene Lichtmöglichkeiten, die man einstellen kann. Ich kann jetzt hier natürlich Spitzensignale auf normal setzen, zum Beispiel Führerstandsbeleuchtung können wir auch mal einschalten, damit wir hier ein bisschen mehr Ambiente haben. Wir sollten natürlich auch die Scheinwerfer die andauernden Scheibenwischer einstellen. Ne? So sieht man es. Sieht auf jeden Fall recht cool aus. Und da würde ich sagen, haben wir soweit alles fertig. Da können wir eigentlich hier direkt auf volle Pulle gehen. Auf Max. Und können dann hier mit dem Fahrhebelschalter, andersrum war es. So, wir können hier auf Maximum gehen und werden dann erstmal beschleunigen. Let's go. Ich mache mal hier so den jeweiligen Speed 140, können wir erstmal einstellen. Das ist das, was wir maximal fahren sollen. Den können wir auf Max lassen und später gehen wir dann in die LCB-Überwachung. Ne? Die greift ja ab, meiner Meinung nach, ich glaube ab 160 km/h, glaube ich. Beziehungsweise wenn wir aus dem Bereich rausgefahren sind. So, Wetter auf jeden Fall richtig cool dargestellt. Also ist auf jeden Fall eines auch der neuen Features. Neben mehr Freiheit, die man hat, authentischen Sounds und vielen weiteren Dingen. 180 geht da gleich hoch. Wir haben aktuell noch, sollten wir vielleicht mal ein bisschen runtergehen, auf 80. Könnten vielleicht auch auf 90 gehen gleich, aber der macht dann irgendwie später dann auch alles auf vollautomatisch. Wir können uns das Ganze auch mal hier von vorne anschauen. It's raining cats and dogs, wie ihr seht. Und da sieht man halt richtig, wie das Wasser da runterperlt. Das ist nochmal ein Tacken detailgenauer geworden, ein Tacken schöner geworden. Auch die Sounds, die Anfahrsounds, sehr gut gemacht. Und wir können jetzt hier auf 140 hochgehen. Und haben jetzt 85 Kilometer bis nach Fulda. Das heißt, nonstop fahren wir jetzt auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke hier. Und bewegen uns mit dem IC3. Man hat natürlich hier auch noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Ihr habt hier, ich muss mal kurz gucken. Hier habt ihr zum Beispiel noch die Möglichkeit, Beleuchtung einzuschalten. Für den Zug und so weiter. Mit 0 kommt immer wieder zurück. Wird euch aber alles auch im jeweiligen Tutorial erklärt. Und ich finde auch die ganzen Sounds hier, die wir hier haben, in dem Zug, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. 140, wir gehen jetzt gleich auf 180 hoch. Jetzt können wir sogar dann auf 250 gleichstellen. Das machen wir auch gleich. Ja, und sind jetzt hier quasi auf dem Weg. Schön winterliches oder sagen wir mal herbstliches Wetter bei einem bisschen Regen, was wir hier haben. Und können jetzt hier auf 180 hochgehen. Beschleunigen. Da kommt der Gegenläufer. Und fahren jetzt hier auch durch die Tunnel dann nach und nach durch. Ihr werdet auch sehen, hier in den Tunneln ist es halt richtig stockduster. Auch eines der neuen Features, die wir dort haben. Ich finde das auf jeden Fall sehr authentisch. Und es sieht einfach viel, viel schöner aus. Auch mit den Lichtverhältnissen im Dunkeln. Das wirkt sich definitiv schon mal ganz schick aus. Auch jetzt hier der Wechsel von diesem Dunklen in das Helle. Das wirkt halt einfach ein bisschen authentischer und ein bisschen runder. Ne? Auch mit den Wolken das Ganze. Man kann natürlich auch ein Sonnenrollo, falls man geblendet wird, auch noch runter machen. Und hat hier halt wirklich verschiedenste Möglichkeiten. Und wir können jetzt hier komplett auf 250 hoch. Zack. Da geht's direkt los. Und da beschleunigen wir jetzt hin. Und sind jetzt hier auf der wunderschönen Schnellfahrstrecke. Und auch die Sounds wirken halt wirklich sehr, sehr schön. So, Zugbeeinflussung.
einmal kurz PZB bestätigt. Das heißt, wir sind jetzt hier in der Geschwindigkeit, in der wir quasi, in der quasi alles über die LZB geregelt wird. Beschleunigung, Bremsen und so weiter. Das heißt, da sind wir auf jeden Fall unterwegs. Wir können uns das Ganze noch mal ein bisschen von außen anschauen. Hier sieht man so richtig schön, wie auch der Dreck an dem Zug quasi dran ist. Hier perlt dann alles quasi komplett ab. Ihr seht auch, das sieht sehr, sehr schick aus. Haben natürlich verschiedene Möglichkeiten. Jetzt sind wir wieder im Tunnel. Da sehen wir natürlich nicht so viel. Aber ich finde, alles in allem wirkt das Ganze schon sehr, sehr gut. Eins vorab noch, ich bin hier kein Profi, was den Transit World 3 angeht. Das ist alles Wissen, was ich mir durch die Tutorials so ein bisschen erarbeitet habe. Aber ich hoffe, ich kann euch das Spiel auch ein bisschen näher bringen. Ihr habt natürlich alle dementsprechenden Links in der Videobeschreibung. Und das Ganze erscheint am 6. September oder ist schon erschienen, je nachdem, wann das Video jetzt gekommen ist. Und da ist es so, dass ihr euch das Ganze entweder für den Konsolen, für den PC holen könnt. Es gibt eine Standardversion und eine Deluxe-Edition. Natürlich, wenn ihr den Xbox Game Pass habt, ist es auch ab Day One, also ab dem 6. September, dann auch zur Verfügung. Einige hatten schon einen Pre-Download, einen sogenannten Early Access-Zugang. Für alle Vorbesteller gab es das auch. Und wir sind jetzt hier mit 250 km/h unterwegs. Das ist also das, was das Ganze so ein bisschen hergibt. Jetzt hören wir hier verschiedenen Sounds, der so ein bisschen uns hier in dieser LZB immer wieder signalisiert. Jo, wir sind jetzt in einem schnelleren Bereich oder sind mal ein bisschen zu schnell. Und das gibt es halt mit dem Signalton. Natürlich könnt ihr auch SIFA einschalten, PZB, aber mit dem IC3, mit dieser wunderschönen Landschaft, die wir ja haben, wenn man sich das hier anschaut, es sieht wirklich tipptopp aus. Und es hat sich auf jeden Fall einiges getan seit dem Transit World 2. So. Sollten wir ab und zu mal drücken. Zum Schluss werden sie den Kipptaster PCV freidrücken, bla bla bla, um fortzusetzen. So, haben wir gemacht. Haben wir gemacht. So, wir stehen jetzt nicht länger unter der Beeinflussung. Beziehungsweise, um Lichtsignale während der Reise zu machen. Das heißt, das wird jetzt quasi unterbrochen. Ich guck mal gerade kurz. PZB frei. Abbremse auf unter 85 km/h. Das macht er jetzt selber. Beziehungsweise das machen wir jetzt. Machen wir es mal auf 80. Das sollte, glaube ich, reichen. Und dann geht das Ganze gleich weiter. So, das haben wir jetzt soweit geschafft. Das heißt, wir sind unter 85 km/h. Können jetzt vielleicht noch mal einen Tacken beschleunigen. Kriegen wir das noch ein bisschen höher? Wir gucken mal. Ah ne, warte mal. Wir müssen das Ganze jetzt hier. Ich mach das mal aus. Gehen wir auf 80 hoch. Müsste ja auch wieder beschleunigen. Und später, wenn wir dann wieder schneller fahren dürfen, was jetzt eigentlich auch der Fall ist, gehen wir wieder auf 250 hoch. Das heißt, wir können wieder beschleunigen und gehen wieder in den LZB rein. Denn ich glaube,
Entweder habe ich gerade zu spät die Taste gedrückt. Oder. Jetzt passt es wieder. Jetzt ist er nämlich im manuellen Bereich. Wobei, der ist eigentlich auf bereit, ne? Ja, B heißt bereit. Also wir können dann später wieder in den höheren Modus gehen, dass er das automatisch quasi überwacht. Jetzt sehen wir halt hier die 200 in 5600. Dann heißt, wir können direkt in 200 quasi mal reingehen. Also das will ich auf mehr beschleunigen, weil es macht keinen Sinn. Und damit jetzt noch 63 Kilometer, ne? Sehr schön. Guck mal hier, die schönen Regionen, ne? Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Schön gemacht, auch hier mit den ganzen, ja, Wasser, das hier abperlt. Bei dem Wetter. Na klar, man hätte natürlich auch klares Wetter nehmen können, aber ich wollte euch auch mal die neuen Wetterverhältnisse zeigen, ne, wie sie dort auch dargestellt werden, weil ich denke, dass es den einen oder anderen dann auch interessiert. Ja. Und jetzt fahren wir gleich wieder in den Tunnel rein. So, jetzt kommen wir gleich auf die 200 km/h. So. Da haben wir das Signal. 2,3 Kilometer haben wir noch. Wir haben noch 60 Kilometer bis zum Ziel. Und setzen quasi unsere Reise jetzt hier fort. Sehr schön. Und das läuft ja schon mal ganz gut. Bis auf die kleinen Fauxpas, den wir gerade eben hatten. Aber es ist ja nicht schlimm, ne? Man lernt ja hier auch bei den Spielen immer mit dazu. Man muss ja auch kein Profi sein. Man kann das LZB natürlich auch jederzeit ausschalten, hier über den Schaltkasten, wenn man es möchte. Oder kann auch verschiedene andere Dinge dort einstellen. So wie man es gerne haben möchte, das Erlebnis. Das ist halt auch das Coole an Transient World 2. Und da haben wir jetzt mal schöne Überfahrt hier über die Brücke. Sieht halt wirklich sehr toll aus, ne? Wenn wir hier das Ganze noch zum Anschauen, auch mit den Wolken, ne? Es wirkt halt wirklich viel, viel, viel schöner. So. Wir können natürlich noch ein bisschen höher gehen, wenn wir wollen, ne? Bis 250, glaube ich, geht's. Ist der Maximum und eigentlich sollte er auch natürlich dann, ja, ist bereit, ne? Genau, sehr gut. Hier ist SIFA, ne? Also das heißt, ist jetzt nicht aktiv, aber könnte man natürlich auch noch aktivieren, wenn man das möchte. Muss man natürlich immer, ja, so einstellen oder kann man so einstellen, wie man es gerne quasi haben möchte, ne? Ich glaube, man könnte sogar den V-Sollsteller komplett einpacken, weil er macht halt nicht schneller als 250 km/h. Weil 330 ist halt hier nicht erlaubt, deswegen seht ihr das auch auf der Anzeige dort. Hier Maximum 250, LZB und sobald quasi ein bisschen Traffic auf der Strecke ist oder vor uns was ist, bremst er dann halt auch automatisch ab. Das ist halt wirklich gut, ne? Bis ihr dann irgendwie zu dem Punkt kommt, wo ihr dann in Richtung eines vorausfahrenden Zuges auflauft, ne? Oder eben halt ja, in Richtung Bahnhof. Das sind jetzt hier halt noch, ja, gute, ja, ich würde sagen, gute 10 Minuten, die wir jetzt hier noch haben. So 10, 15 Minuten, die wir jetzt hier auf der Strecke noch haben.
So, Zugbeeinflussung. Genau. So, dann sind wir halt noch ein bisschen weiter von weg hier, ne? Auf die 100. Dann sehen wir noch die Entfernung dazu. 12.18 Uhr. Wir sehen jetzt auch hier nochmal die ganzen, den Oberstrom, wie viel Strom der dementsprechend zieht, wie viel Spannung und so weiter. Das heißt, wir können die Bremsen, die Beleuchtung einschalten. Abfertigung, AFB. Das ist ja alles auch beschrieben, ne? Also sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Macht definitiv ja, sehr, sehr viel Spaß. Und auch die Sounds, auch gerade in den Tunneln hier und hier das Ambiente, das Licht. Es wirkt alles ein bisschen authentischer, denn es ist wirklich ja, dunkel, ne? Es ist wirklich dunkel. Und so sollte es halt auch sein. Ich fand das im Transit World 2 halt immer ein bisschen tacken zu hell, noch teilweise in den Tunneln. Hier wirkt es ein bisschen authentischer. Und auch hier dieser Lichtwechsel, ne? Das ist von grell so ein bisschen grell wird. Das kennt ihr auch, wenn ihr zum Beispiel aus dem Tunnel rausfahrt, wenn ihr Autofahrer seid oder auch mit dem Zug unterwegs seid. Da. So. Oh. Wir haben eine Störung. Wir gucken das mal kurz. Zum Stillstand bringen. Wir gehen mal auf 80 runter. Bestätigen mal mit Ende. Das ist schon mal sehr gut. Abbremse auf unter 85, Signale beachten. Ein LZB-Übertragungsfehler. Ne? Kann natürlich auch immer vorkommen. Wir gehen jetzt hier auch direkt runter. Ihr seht das, der bremst automatisch ab. Und müssen in Kirchheim anhalten, auf einem Nebengleis. Das sind auch so verschiedene Szenarien, die wir haben. Das heißt, es kann dann auch schon mal dort zu Störungen kommen oder dementsprechend halt zum Ausfall des Zugsystems. Ich gehe jetzt mal runter auf 85, werde jetzt gleich auf dem Nebengleis dann in Kirchheim außerplanmäßig anhalten. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier gleich soweit funktioniert. Das bedeutet, da muss man auf jeden Fall immer ein bisschen aufpassen. Bis das Ganze dann auch funktioniert. Ja, ist doch gut. So, wir haben den ganzen Spaß wieder hier auf bereit gestellt. Wir können jetzt hier nochmal ein bisschen erhöhen. Und gehen nochmal auf 80 hoch. Sollte er jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen machen. So. Können wir den eigentlich hier... Warte, ich muss mal kurz einmal auf 0... Dann gehen wir wieder auf Leistung, auf voll. Dann müsste er das wieder hochschalten. Und so rollen wir jetzt quasi komplett einmal alles auf 0. Sehr gut, jetzt geht er runter. Jetzt bremst er ab. Gehen wir nochmal auf 80 hoch. Dann müsste er jetzt nochmal beschleunigen. Jo, das sieht gut aus. Und werden gleich in Kirchhain dann direkt auch anhalten. Sind doch 2,2 Kilometer. Das heißt, ich denke mal, da ändert unsere Fahrt mit einem Zwischenfall, dass wir da unser Fahrzeug vielleicht abstellen müssen, ne, oder ob es dann auch, ja, repariert wird, wie auch immer. Aber ihr seht schon, ne, wir haben sehr, sehr viele zufällige Szenarien, die wir auf jeden Fall auch mit dabei haben, und die sorgen auf jeden Fall dafür, dass das Ganze dann auch reibungslos funktioniert, ne? Das war halt immer so sehr, sehr wichtig. So, 1,1 Kilometer haben wir noch bis zum außerplanmäßigen Halt in Kirchheim. Und dann kommen wir jetzt gleich mal zum Halt. Wir können jetzt das Ganze hier schon mal auf 0 stellen. Dann bremst er jetzt auch automatisch runter. Wir können den Spaß jetzt hier, glaube ich, auch sogar ausschalten. Ne? So. So, AFB haben wir aus. Das heißt, wir können jetzt hier auch getrost runtergehen.
fange jetzt mal an, hier ein bisschen zu bremsen. Gehen jetzt hier auch auf Schalter aus. Und bremse jetzt langsam den ICE einmal runter. So, wir können noch mal ein bisschen die Bremsen lösen, dass wir langsam reinrollen und dann gleich unserem Zug zum Stehen kommen. Ah, ein bisschen zu spät, glaube ich. Ich guck mal. So, wir müssen auf jeden Fall vor dem Signal zum Halt kommen. Ich hoffe, das zählt jetzt noch. Sehr gut. So. Was haben wir jetzt? Jetzt der Zug angehalten, können Sie den LZB ausschalten. Gehen Sie zum Schaltschrank und isolieren Sie das System. Okay, das heißt, LZB ist wahrscheinlich defekt. Das heißt, wir schalten den ganzen Spaß einmal aus. Wo ist er? LZB auf isoliert. Machen den Schrank wieder zu. So, von hier an werden Sie unter PZB stehen. Sobald Sie bereit sind, fahren Sie weiter. Gut. Ich würde sagen, ja, wir müssen jetzt einfach, ja, ein bisschen aufpassen. AFB lassen wir mal aus. Brauchen wir jetzt nicht so weit. Das heißt, wir werden alles manuell ready machen und fahren jetzt unseren Weg weiter in Richtung Fulda. Sind noch 36 Kilometer. Das heißt, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir den ganzen Spaß hier ein bisschen, manuell machen, ne? So, wir fahren jetzt mit PZB. Da müssen wir halt auch ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, das bekomme ich so einigermaßen hin. Nämlich, das ist schon ein bisschen anders als das normale Fahren. Aber ich denke, das sollte man auch hinbekommen. So, wir gehen mal auf ein bisschen mehr Leistung. Wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu hoch beschleunigen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mit PZB auch den AFB nutzen kann. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Würde ich mich sehr über euer Feedback freuen. Weil da bin ich ehrlich gesagt jetzt hier vielleicht ein bisschen unwissend. Ne? Was aber, glaube ich, nicht so schlimm ist. Sehr gut. Jetzt haben wir PZB. Ne? Ihr seht schon alles hier. Das läuft. LZB ist jetzt nicht aktiv. Also man muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, dass wir die 35 km/h da auf jeden Fall schaffen sollten. Beschleunigen auch langsam wieder. Ihr seht schon, da geht es auf jeden Fall weiter mit der Strecke. Und da seht ihr jetzt auch, dass PZB aktiv ist, ne? So. Ja, 34 Kilometer haben wir noch. Langsam beschleunigt unser Zug. Ich hoffe, wir haben jetzt hier irgendwie nichts vergessen. Hat er irgendwie noch was? Ist er noch im Neutralen? Vorwärts, das passt soweit. Hauptschalter, Stromabnehmer. Das war schon von dem Kollegen soweit aufgerüstet. Kann ich jetzt eigentlich auch mit AFB fahren? Das würde mich einfach mal interessieren. Ich mache das mal auf die 6. Wir schalten das mal auf 250. Ne, AFB funktioniert halt nicht, ne? Ne. Doch, der Brem ist. Das passt. Das heißt, er beschleunigt trotzdem. Okay, können wir trotzdem anlassen. Sehr gut. Also wir können trotzdem mit dem Schalter fahren.
Das ist schon mal sehr gut. Vom Scheibenwischer her haben wir halt hier die Geschwindigkeiten, die wir einstellen können. Man hat andauernd, unregelmäßig. Das können wir jetzt mal einstellen. Und dann schauen wir uns das gleich mal ein bisschen an, wenn da ein bisschen mehr Regen drauf ist. Ja, Beschleunigung läuft so langsam. Aber wir kommen natürlich viel, viel langsamer voran als, ja, mit dem LZB. Ja. So, irgendwas vergessen? Ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. So, guck mal, der Perzel ist halt richtig runter. Und dadurch, dass das Ding nicht dauerhaft läuft, ist da ein bisschen mehr. So, 200 km/h können wir einstellen. Das stellen wir mal hier ein. Das ist das Maximum für den Zug. Und in 29 Kilometern sind wir dann bei unserem Ziel angekommen. Sehr schön. Aber die Gegend auf jeden Fall sehr, sehr toll gestaltet, würde ich jetzt behaupten. Sehr authentisch auch. Wie man es halt auch kennt. Die Szenerien von Winter, Regen, Sonne und so weiter, auch mit den Wolken, gefällt mir schon mal sehr gut. Und es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr authentisch, das Ganze. Und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. So. Ja, 160 haben wir jetzt schon drauf. Da geht er runter. Den auf 200 gestellt. Eigentlich müsste der doch noch weiter höher gehen, oder? Rein theoretisch. Da steht 250. Ich kann mal komplett die Leistung mal komplett rausnehmen. Und dann können wir es da hochstellen. Ah, beschleunigt trotzdem. Sehr gut. 26 Kilometer noch. Da kommt der Intercity 1, ne, den man hier auf jeden Fall auch fahren kann. Ich denke, den werden wir uns in einer der nächsten Folgen auch nochmal anschauen. Die Frage ist jetzt, was sich jetzt mir erschließt. Entweder habe ich es jetzt nicht rein sachlich verstanden, vielleicht da auch nochmal eine Frage an euch. 160 ist das Maximum, weil ich nicht mit LZB fahren kann, gehe ich mal stark von aus, oder? Das wird, glaube ich, jetzt der Grund sein, weil das gestört ist. Kann natürlich auch die Anzeigehelligkeit hier einstellen, noch eine Instrumentenbeleuchtung. Also ihr könnt hier verschiedenste Dinge rauf und runter schalten, so wie ihr es gerne haben möchtet. Und könnt das natürlich auch erhöhen, ne? Dimmen den ganzen Spaß, so wie ihr das gerne anpassen möchtet. Viele individuelle Dinge. Wir haben jetzt hier nochmal die Bremsen, die wir auch sehen. Ja, da sehen wir einmal die Zugkraft, dann von dem IC3. Da hat man hier nochmal das Grundbild, das bedeutet mal zurück. Die Abfertigung haben wir auch noch drin. Da seht ihr dann auch, wo welche Türen geöffnet sind oder geschlossen sind. Ne? Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler, weil die Türen sind definitiv zu. Und ansonsten haben wir noch, was haben wir hier? Ne, da können wir nichts anrufen. Beleuchtung kann man hier nochmal einstellen. Man kann jetzt hier noch die Beleuchtung auf 1 stellen. Die ist sogar schon auf 1 eingeschaltet. Also man hat da auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten. Also ich würde mich arg wundern, wenn die Türen offen sind. Ne, sind sie natürlich nicht. Wäre schon arg wild gewesen. Aber gut. So, 21 Kilometer haben wir noch. Sieht alles relativ gut aus. Und ich hoffe, dass wir dann bald natürlich auch im
im Bahnhof in Fulda dann auch eintreffen werden. Also in Würzburg bin ich auch einmal im Monat. Es gibt ja eine Strecke, die man hier komplett fahren kann. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall nochmal weitere Strecken angucken. Da bin ich auf jeden Fall häufiger unterwegs, weil ich immer nach Erlangen fahre, von Essen aus. Aber wer sich hier auskennt von der Strecke her, schreibt auch gerne mal eure Meinung zu rein, auch zu den Zügen, zu den Sounds und ob ihr euch das Ganze holen wollt oder eben halt nicht. Und wenn ja, warum nicht? Würde mich halt auch interessieren. Aber es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Super. So. Ist einfach mal ein bisschen längere Fahrt. Aber es ist eines von vielen Szenarien, die man hier machen kann. Man kann natürlich auch nach Amerika gehen und in den Canyons rumfahren oder halt auch nach London und dort auf der jeweiligen Strecke unterwegs sein. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Sehr, sehr viele Züge, die wir mit haben. Kassel-Würzburg ist natürlich nur ein Teil davon. Neben den Cajun Pass oder Canyon Pass, Cajun. Ich weiß nicht, ob man das korrekt richtig ausspricht, wo man dann nach Amerika geht, sich durch die Canyons da ein bisschen quetscht oder nach den Südosten, sagen wir mal in England, was auf jeden Fall auch sehr, sehr schön ist. Mit der BR-Class 395, der Javelin Train, die haben wir uns im letzten Video im Trainingscenter schon mal so ein bisschen angeguckt. Aber alles in allem wirkt das schon sehr, sehr cool. Es macht sehr viel Spaß. Natürlich könnt ihr auch eure Inhalte, die ihr im Trains in World 2 habt, natürlich dann auch später nutzen. Ob da jetzt alle Features 1:1 genau angepasst werden, auch mit dem Wetter und mit den Wolken und diverse andere Verbesserungen, da habe ich leider noch keine Infos dazu. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wieder Livery Manager, das heißt auch sprich eigene Dinge zu anzupassen. Ne? Das heißt, ihr habt auch dort wieder so einen Creator-Möglichkeit, ihr könnt Szenarien selber planen. Also ihr habt schon viele, viele Freiheiten. Und ich denke, das macht auf jeden Fall auch auf Dauer sehr, sehr viel Spaß. So, 13 Kilometer haben wir noch. Dann sollten wir Fulda erreichen. Und dann wird, glaube ich, der Kollege dann auch dann die Fahrt übernehmen. So, gucken wir das Ganze mal an hier. Störung kann ich mir leider nicht anzeigen. Das ist schade eigentlich, ne? Dass es jetzt hier noch nicht so funktioniert hat. Ist natürlich noch dafür eine dementsprechende Vorabversion. Kann natürlich sein, dass das alles noch mit reinkommt. Das ist, glaube ich, hier für SIFA die Anzeige. Könnte man natürlich auch noch nutzen. Die Sonne geht auch langsam hier. Guck mal, das Wetter verändert sich so ein bisschen, ne? Man kriegt so, es wird ein bisschen heller, habe ich das Gefühl. Kann mich natürlich auch täuschen, ne? Jetzt haben wir noch 10 Kilometer gut. Mit 160 km/h maximal hier unterwegs. Können natürlich auch, wenn wir es wollen, den ganzen Spaß auf ausstellen. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt hier sagen, okay, ich möchte jetzt hier, ich glaube 6, wo war es jetzt hier? Hier AFB. Können wir natürlich hier auch komplett ausschalten, wenn wir es möchten. Ne? Machen wir, glaube ich, gleich, wenn es dann in die Richtung zum Bahnhof geht. Und wir nähern uns langsam dem Bahnhof an. Ist vielleicht auch nicht die Zeit, die wir dort erreichen wollten. Aber alles in allem muss ich wirklich sagen, das passt schon sehr, sehr gut. Wir hatten eine Störung zweimal von der LZB, deswegen haben wir umgeschwenkt. Wie es in der Realität ist, da bin ich ehrlich gesagt raus. Das kann ich so nicht beantworten. Ob man dann auf PZB umstellt, dann mit der geminderten Geschwindigkeit. Wie häufig das vorkommt, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Und wenn ihr euch das Ganze holen wollt, ne, gerne auch den Link in der Videobeschreibung nutzen. Kommt direkt auf die Dovetail-Seite.
Und da könnt ihr das Ganze dann auch kaufen. Egal ob für den PC, für die Xbox, für die PlayStation. Das Ganze gibt es auch für Epic. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich nutze eher Epic, auch kein Problem. Oder bei Steam. Ne? Oder wenn ihr den Xbox Game Pass habt, da ist es schon ab Day One, also ab dem 6. September dann auch schon mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, wann das Video hier erscheint. Deswegen kann ich es euch da jetzt nicht sagen, ob das noch in der Zukunft oder vielleicht in der Vergangenheit liegt. Das ja vielleicht nochmal dazu. Ich habe es auf jeden Fall vorab aufgenommen. Aber es macht auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Spaß. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken. 220. Gut, haben wir noch. Wir haben noch 6 Kilometer. Das ist noch ein gutes Stück. Die Frage ist jetzt, wann ich den AFB ausschalte. Ich könnte den natürlich schon deaktivieren. Ne? Das können wir schon mal machen. Auf, ich glaube, auf 1. So. Haben wir ausgeschaltet. War, glaube ich, keine gute Idee. Natürlich jetzt ein bisschen zu schnell unterwegs. Wir bremsen mal ein bisschen runter. Wachsam-Taster haben wir doch gemacht, oder? Ah, lol, wachsam. Jetzt macht er Restricted. Auf 45 km/h müssen wir runterbremsen. Ich glaube, wir waren ein bisschen zu schnell. Ja, wir gehen doch schon runter, Mensch. Ganz entspannt. So, wir gehen doch schon runter. Ich glaube, der macht gerade eine Zwangse. Sehr gut, haben wir gut gelöst. Ach Mann! Das mit LCP verstehe ich, aber mit TCP, weil wir mit den Magneten gefahren sind, verstehe ich wahrscheinlich wieder nicht. Das ist wahrscheinlich wieder nicht so meins, ne? So. Ja. Ist richtig. Sehr gut. Ja, ja, ist gut. So, wir geben mal ein bisschen Gas. War natürlich eine schöne Zwangse. Mann, 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 Mann. So, hat natürlich super geklappt. Wie gesagt, ich bin kein Profi in dem Game. Muss man letztendlich sich ein bisschen mit beschäftigen. Ich glaube, ich hätte einfach auf wachsam gehen sollen. Hätte da nichts machen sollen. Wir haben jetzt eine kleine Zwangse gehabt. Ist aber nicht schlimm. Wir haben noch 1,2 Kilometer. Und werden jetzt das Ganze manuell hier, hoffe ich mal, in den Fulda Bahnhof bringen. Ihr seht auch schon, das Signal oben rechts sagt, jo, da geht es erstmal nicht weiter. Das wäre dann auch das Ende unserer Fahrt heute. Schreibt mir gerne eure Meinung rein zu dem Spiel. Das würde mich natürlich brennend interessieren. Wir gehen mal auf wachsam. Ich hab's doch gedrückt. Sag mal, will er mich jetzt veräppeln? Ich habe doch wachsam gedrückt. Befreiung nicht möglich. Ach, ich bin über 45 km/h gefahren, oder was? Leute. Meine Herren. So, wir machen mal Folgendes. Ich schalte mal die PCB aus. Man kann die natürlich auch ausschalten, ne? Isoliert. So, jetzt haben wir sie aus. Ne, das heißt für Freunde, die, so wie ich, mit der PCB. Weil mit der PCB komme ich gar nicht klar. LCB ist vollkommen okay. Aber mit der PZB tue ich mich sowas von schwer.
Das ist manchmal echt für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Das haben mir schon zigtausend Leute versucht zu erklären. Aber das Tolle an dem Spiel ist, dass man natürlich das so einstellen kann, wie man es gerne möchte. So. Befreiung nicht möglich, steht da. Restricted. Man kann es jetzt hier einstellen. Warum es noch angezeigt wird, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es das für das Szenario nicht. Ich glaube, ab 45 müssen wir uns befreien, ne? Aber ich glaube, der hat es jetzt deaktiviert. Ich mache die Leistung jetzt mal runter. Ich lasse jetzt hier einfach mal hier ein bisschen rollen. Denn wir fahren jetzt hier in den... ja, zu unserem Zielbahnhof an. Und werden dann das Fahrzeug abstellen. Da sind wir in Fulda. Das Tolle ist, die Leute haben hier auch überall Regenschirme. Und ich hoffe, ich konnte euch mal so einen kurzen Eindruck über meine Nichtfähigkeiten in Sachen PZB ein wenig näher bringen. Und ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Ne? Sowie auch, ja, der Trains in World, der dann in Zukunft erscheinen wird oder schon erschienen ist, je nachdem, wann das Video dann erscheint. Hoffe ich, ihr hattet Spaß. Wir werden hier auf jeden Fall in den nächsten Folgen noch mal ein bisschen weiter reinschauen. Uns auch vielleicht noch die ein oder andere Strecke angucken. Und kommen jetzt hier erstmal zum Halt. Ich hoffe, der bremst jetzt hier auch rechtzeitig. Sehr gut. So, wir sind angekommen, meine Damen und Herren. Das heißt, wir entriegeln mal die rechten Türen. So, Türen werden geöffnet. So, Fahrgäste steigen ein und steigen wieder aus. Vorsicht bei der Einfahrt. Jetzt müssen wir die Tür nochmal entriegeln, ne? Warte mal. So, wir sind fertig. Hat auf jeden Fall geklappt. Das heißt, wir haben die Strecke soweit abgeschlossen. Benötigt Zeit 44. Ihr seht jetzt hier Geschwindigkeitsbremsung. Wir haben hier die Zwangse gehabt und dann da auch nochmal so eine kurze Zwangse. Ansonsten denke ich, war alles soweit klar. Man kann natürlich jetzt hier wieder ins Hauptmenü gehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Wenn ihr das Spiel gerne haben wollt, Links in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage mal, ja, bis dahin. Tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.